Ja, wenn Sturm gegen Rapid spielt, dann ist immer was geboten. Und das war auch am vergangenen Wochenende nicht anders. Ich begrüße Sie zu Dein Verein SK Puntigammer Sturm Graz mit Manuel Ortlechner an meiner Seite. Servus, hi. Rapid und Sturm haben sich 1:1 getrennt. Wie viel Steigerung war da schon zu erkennen im Vergleich zum Spiel gegen St. Pölten in der vergangenen Woche, wo ja auch ein Punkt geholt wurde? Ich finde, sehr, sehr viel war zu erkennen. Das, was im ersten Spiel nur in Phasen funktioniert hat, finde ich, hat jetzt schon über weite Strecke funktioniert. Die, glaube ich, neue Art und Weise, wie auch jetzt Sturm Graz Fußball spielt, glaube ich, kommt sehr, sehr gut auch bei den Fans an. Ich finde, man hat es auch geschafft, dass man die Fans von der ersten Minute weg mit auf die Reise nimmt. Ich glaube auch, dass dieser Fußball aus meiner Sicht besser zu dem Verein passt, als wie vielleicht auch nur eher dieser defensive Fußball von vorher. Zwei Punkte aus den ersten beiden Spielen klingen jetzt aber für eine Mannschaft wie Sturm trotzdem nicht gerade berauschend. Was für Schlüsse kann man schon ziehen aus diesem Saisonstart? Ja, das stimmt. Wenn man jetzt einen Blick auf die Tabelle wirft und nur es an den Ergebnissen misst, dann ist es wahrscheinlich ja nicht wirklich zufriedenstellend. Aber ich bleibe dabei, ich sehe da momentan so eine Art Entwicklungskurve, in der sich auch der Verein gerade befindet. Da ist doch sehr, sehr viel passiert jetzt im Sommer. Und speziell so ein Spiel gegen Rapid, das nämlich immer ein brisantes und spezielles Duell ist, finde ich, war dann schon ein kleiner Gradmesser auch, wo die Reise hingehen kann. Und da hat sich die Mannschaft wahrscheinlich schon in vielen, vielen weiten Teilen so präsentiert, wie es der Trainer sich auch erwartet. Und dementsprechend war es auch eine sehr, sehr gute Leistung. Ja, du hast uns schon einen Vorgeschmack gegeben. Wir blicken noch einmal zurück. David Eder fasst für uns die wichtigsten Szenen des Spiels zusammen. Mit drei Neuen lässt Christian Ilzer beim Heimdebüt als Sturmtrainer gegen Rapid starten. Unter anderem Andreas Kuhn mit von der Porzi. In einer starken Anfangsphase von den Grazern gibt's gleich die ersten guten Möglichkeiten. Ingolitsch mit der Flanke, Janscha auf Andreas Kuhn, der den Ball nur knapp verpasst. Eine von vielen Gelegenheiten auf Seiten Sturms, kurz vor der Pause, unter anderem diese für Otar Kiteschwili, der völlig frei im 5-Meter-Raum zum Abschluss kommt. Nach der Pause ein unverändertes Bild und dann auch die Führung für die Grazer durch Jon Goran Stankovic, den Neuzugang, den Innenverteidiger. Er erzielt sein erstes Bundesliga-Tor, setzt sich durch, Strebinger fliegt vorbei und Sturm Graz führt mit 1:0. Und dann reagiert Rapid, unglückliche Aktion von Kiteschwili, Kara Starke löst auf den eingewechselten Yusuf Demir, auch für ihn das erste Bundesliga-Tor. Rapid gleicht in der 68. Minute aus. Das ist Pech von Kiteschwili, den Rest lösen die Rapid-Offensivkräfte einfach nur hervorragend. Und damit beginnt eine mitreißende Schlussphase. Die Chance für Funters auf den Sieg für Rapid. Toll pariert von Jörg Siebenhandel. Und dann in der dritten Minute der Nachspielzeit noch einmal die Möglichkeit für Jakob Janscha. Nach einer packenden Schlussphase teilen Sturm und Rapid die Punkte. Ja, Sturm mit vielen, vielen Möglichkeiten. Manuel, das Tor hat aber dann ein Innenverteidiger gemacht. Ein Neuzugang mit Jon Goran Stankovic. Ungewöhnlich, der ist von England ablösefrei nach Österreich gewechselt. Einerseits, wie ungewöhnlich ist das und auf was dürfen sich die Sturmfans freuen? Ich denke schon mehr als ungewöhnlich, dass ein so talentierter Spieler in noch relativ jungen Jahren, ich meine, der ist erst 24, mehrfacher slowenischer Nationalspieler, ablösefrei zu einem österreichischen Bundesligisten wechselt, haben wir nicht alle Tage. Aber umso froher, glaube ich, sind wir, dass wir solche Spiele auch in die Liga lotsen können. Er ist, glaube ich, von Beginn weg, glaube ich, auch die erhoffte Verstärkung gewesen, auch sehr, sehr anerkannt in der Mannschaft. Wurde auch gleich zum Vizekapitän gewählt. Und dann ist auch bewiesen, dass er auch in den Offensivsituationen, wenn es um Standards geht, dass er da echte Waffe ist. Ja, eben auch, dass er gleich zum Vizekapitän gewählt wurde, ist durchaus ein Zeichen. Einer, der auch viele gute Möglichkeiten hatte, das war Jakob Janscha. Und den haben wir nach dem Spiel befragt. Ich habe eine gute Vorbereitung gehabt, da habe ich fast jeden Schuss ein Tor gemacht. Jetzt geht es mal ein bisschen ab. Es wäre natürlich super gewesen, weil dann hätte man die Partie gewonnen. Aber ich glaube, über die 90 Minuten gesehen, war es von beiden Mannschaften ein gutes Spiel, gutes Tempo drin, viele Torchancen und sehr interessant für die Zuschauer. Taugt Ihnen die Position neben Balle, eins weiter vorn? Ich habe gerade zu unserem Co-Trainer gesagt, ich bin jetzt 14 Jahre Profi und noch nie Stürmer gespielt. Das war das erste Mal, aber hat ganz gut gepasst. Ja. Ja, aber Stürmer müssen Tore schießen, oder? Ja, ist richtig. Das ist das, was wir heute abgehauen sind. Das ist mir einfach Zeit. Ich hoffe, man verzeiht mir, dass wenn ich das erste Mal Stürmer gespielt habe, dass ich gerade angeschossen habe. Ja, macht diese Partie jetzt doch Lust auf mehr? St. Pölten hat nicht so wirklich Lust gemacht. Ja, hat nicht sehr viel geklappt, das ist richtig. Trotzdem glaube ich, dass wir heute sehr viel gezeigt haben von dem, was wir uns erarbeitet haben, jetzt gerade in der Vorbereitung. Und so kann es weitergehen. Also wir müssen jetzt da die Arbeit weiterführen, trotzdem das Ganze gut analysieren, was wir nicht so gut gemacht haben. Und dann schauen, dass wir gleich abpackt die ersten drei Punkte holen.
Ja, Jakob Jancho, 14 Jahre Profi und jetzt muss er zum ersten Mal Stürmer spielen. Wandert man im etwas höheren Fußballalter, ist ja auch schon über 30, nicht eher nach hinten? Ja, warum schaust du das Spiel so an? In meinem Fall war es definitiv so, wie mit jedem Märchen, den Tick nach hinten gewandert. Aber der Jancho ist ein Offensivspieler, der das auch liebt. Dann kann man de facto, finde ich, offensiv fast überall hinstellen. Und wenn er meint, ja, es muss er erst wirklich lernen, ist da vorne, ein bisschen hat er ja noch Zeit. So weit ist er ja noch nicht. 31 ist er. Aber glaubst du, dass er noch so ein richtiger Knipser werden könnte? Ich glaube auch, dass gar nicht so wichtig ist, dass er der großartige Knipser noch wird. Also ich bin eher der Meinung, wenn der da vorne herum hirscht und da kann er sich frei entfalten, dass auch sein Potenzial dort voll ausschöpfen kann. Ich sehe da eher als genialen Vorbereiter. Und er hat schon auch eine gewisse Torgefahr, das hat er in der Vergangenheit auch schon oft bewiesen. Also das könnte schon passieren. War der nicht einmal ein Torschützenkönig? Er war mal Torschützenkönig. Deswegen, hallo, also können Sie nicht so viele, können nicht so viele von sich behaupten. Deswegen glaube ich, hat er grundsätzlich die Anlagen dafür, dass er viele, viele Tore erzielen kann. Ja, dann schauen wir aufs kommende Wochenende. Steirer Derby-Zeit ist am Wochenende. Die Statistik sagt, dreimal hat bisher Hartberg gewonnen, dreimal Sturm Graz. Jetzt eben, um noch einmal darauf zurückzukommen, dass trotz Steigerung erst 2 Punkte auf dem Konto der Grazer sind, ist das schon so ein bisschen ein Pflichtsieg? Du lässt nicht locker mit der Tabellensituation, wie ich merke. Nein, ich sehe das nach wie vor nicht so eng. Ich bin der Meinung, das ist ein Entwicklungsprozess. Natürlich sollen auch die Ergebnisse von Beginn weg passen, aber das wäre ja ein Wunschtraum natürlich. In diesem Duell aber ist natürlich eine gewisse Brisanz drinnen. Ich erinnere an das letzte Duell, wo es, glaube ich, 4-1 verloren ging, wenn ich mich recht erinnere. Da hat man eigentlich noch eine Rechnung offen mit den Hartbergern, die jetzt eine tolle Saison gespielt haben, sich auch heuer, wie ich finde, wieder gut zeigen. Aber auch da passen die Ergebnisse noch nicht ganz. Da treffen also zwei Steirer Clubs aufeinander in einem Derby, wo beide, finde ich, auch jetzt in der Tabelle noch ein bisschen hinten nachhinken. Deswegen wird es sehr, sehr spannend werden. Ja, und vor allem spielt der das große Sturm Graz gegen das vermeintlich kleine Hartberg. So ähnlich würde ich das auch sehen, nur momentan, glaube ich, gilt das so nicht mehr. In der Haustür-Historie geboren, nein, noch nicht. Klar ist der Sturm Graz der größere Club. Aber momentan muss man auch, finde ich, den Hartbergern Respekt zollen, was da geleistet wird, jetzt Monat für Monat. Und deswegen, glaube ich, ist es auch schwer, in diesem Match einen Favoriten auszumachen, sondern es ist schon auch ein Duell auf Augenhöhe. Und Derby, nein, noch nicht, hat sowieso ihre eigenen Gesetze. Ja, Orti, so viel zum sportlich Aktuellen. Wie Sie wissen, liebe Zuschauer, wollen wir bei deinem Verein ja auch immer einen Blick hinter die Kulissen werfen. Und deshalb haben sich eben Jakob Jancho und Philipp Husbeck ein paar Fragen der etwas anderen Art gestellt. Wen würdest du niemals deine Schwester daten lassen? Giuliani. Ja, Giuliani, genau. Das war ganz klar Giuliani. Giuliani, glaube ich, ja. Das war ein bisschen hart vom Übergang. Ganz klar. Wer bringt deine Schmutzwäsche immer noch zur Mama? Schütze nach. Luka Maric. Wobei, ich muss ehrlich zugeben, ab und zu bringe ich auch noch was. Ab und zu bringe ich auch noch was. Wie schaut's bei dir aus? Bei mir war der Weg ein bisschen weiter nach Oberösterreich. Ja, das trägt. Wer weint bei Liebesfilmen? Keine Ahnung, ich schau keine Liebesfilme. Ja, musst du. Der Schützi, könnt ihr mir vorstellen, dass der Schützi. Könnt ihr mir vorstellen? Nein. Wenn er sehr traurig ist. Ha? Ja, wenn er richtig traurig ist, schau. Wer wird nach der Karriere garantiert fett? Tobias Schützenauer. Ich würde auch sagen, also die Torleute. Schützenauer, Siebenhandel, Giuliani, der jetzt verliehen ist. Wer präsentiert ständig ungefragt seinen nackten Oberkörper? Der Tour-Kandidat eigentlich, gell? Ziehst du mir gerne das Leiberl aus? Ja, ziehst du Leiberl aus, wenn ich zum Duschen gehe. Das darf ich ja wohl, oder? Ja, wen haben wir sonst? Ja, weiß nicht. Ja, präsentiert gern der Leute, der hat nicht mehr gern präsentiert, aber den gibt's auch nicht. Ja, zu Recht. Ja, zu Recht. Ja, irgendwie zieht sich das so langsam bei allen Clubs durch, dass immer einer so richtig das Fett abkriegt. Und apropos so richtig was abkriegen, vor einigen Jahren hat mein werter Kollege Gerhard Graber so richtig was abgekriegt. Und zwar von einem gewissen Günther Neukirchner. Günther Neukirchner ist heute Talentemanager beim SK Sturm Graz und deshalb perfekt für unsere neue Rubrik Anna von uns. Ich glaube, ich verbringe mehr Zeit bei Sturm als zu Hause bei meiner Familie. Ich denke, meine Familie lebt es mit, ist ein
schwarz wie die Nacht, die ganze Family, die leben das, die gehen gerne am Sportplatz, die fiebern mit, die leiden mit, wie jeder andere Fan. Und ich glaube, ohne meiner Familie, die mir den Rückhalt gibt, ob das meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, mein Bruder ist, das würde das ja auch gar nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Und ja, dementsprechend viel Zeit und viel Energie wird natürlich für Sturm Graz aufgewendet. Ja, einen besseren Manuel hätten wir für uns für diese Kategorie nicht ausdenken können, oder? Die kann man jetzt einstellen, die Kategorie de facto, weil ich glaube, die ist wie gemacht für ihn. Ein absoluter Sympathieträger, schwarz wie die Nacht, schwarz im Herzen, glaube ich. Toller Typ, Kultfigur. Finde ich seit diesem Interview Kultfigur des österreichischen Fußballs. Kann man sich glücklich schätzen, dass man so eine Person, so ein Spiel auch langfristig an einen Verein binden konnte. Talentemanager, interessanter Job, oder? Ja, sehr interessanter Job, wie ich finde, auch seitdem auch der Steffen Hoffmann ein ähnliches Amt bei Rapid begleitet, ist auch dieser Begriff uns eher geläufig. Aber der Günther hat ein tolles Gespür auch für junge Spieler, die auch Potenzial haben. Und deswegen, glaube ich, ist auch der richtige Mann dafür. Dann sage ich danke fürs Dabeisein, Otti. Ihnen sagen wir danke fürs Zuschauen. Die Partie, das Steirer Derby, gibt es natürlich live bei uns bei Sky Sport Austria. Und über das sprechen wir dann am kommenden Montag bei Dein Verein SK Buntigammer Sturm Graz. Bis dahin, machen Sie es gut.